Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial über Infinite Warfare Zombies. Zombies in Spaceland. Mein Name ist Kuschel und heute zeige ich euch, wie ihr alle vier Wunderwaffen verbessert und was diese dann genau machen. Die Wunderwaffen müsst ihr mit mehreren Teilen zusammenbauen. Ich habe für jede Wunderwaffe ein einzelnes Video auf meinem Kanal, falls ihr da Hilfe braucht. Um diese Waffen nun zu verbessern, müsst ihr das Haupt-Easter Egg gemacht haben. Dabei meine ich nicht, dass ihr das Easter Egg irgendwann in einem anderen Spiel gemacht habt. Nein, ihr müsst es in jedem Spiel machen, um die Wunderwaffen Packer-Punchen zu können. Der Vorteil an den Verbesserungen ist einmal, dass die Wunderwaffen wirklich richtig viel Munition haben und man nicht mehr nachladen muss, da die Waffen sich automatisch nachladen. Ich zeige euch jetzt jede der vier Waffen verbessert. Fangen wir einfach mal mit der Shredder an. Die Shredder-Waffe verbessert heißt Fleischwolf und man merkt, wenn man zum Beispiel rennt, dass diese Waffe nur um einiges schwerer ist. Das heißt, dass man schlechter sprinten kann bzw. langsamer ist. In der unverbesserten Version zerplatzten die Zombies ja und die Zombies um den angeschossenen Zombie herum ja auch. Verbessert ist der Radius um einiges höher und noch mehr Zombies sterben pro Schuss. Darüber hinaus bekommt man hier weniger Crawler als bei den anderen. Gegen den Brood ist sie auch wirklich ziemlich effektiv, jedoch ab ca. 50 plus denke ich auch, dass diese Waffe nicht mehr sehr gut gegen den Boss sein wird. Ja, der Headcutter heißt verbessert Guillotine. Wenn man Zombies damit anschießt, dann zerplatzen deren Köpfe und es ist sehr effektiv gegen den Brood, aber dazu lade ich euch noch ein extra Video hoch. Jedoch werden mit dieser Waffe weniger Zombies vom Radius des Schusses getötet als beispielsweise beim Shredder. Die Distshot-Waffe heißt verbessert MC Poplocker und ihr wisst ja, dass diese Waffe die Zombies in sozusagen Breakdance-Zombies verwandelt, die mit ihren Wirbel um sich herum andere Zombies töten. Bei der verbesserten Waffe werden alle Zombies im Wirbel sofort getötet, jedoch wird dieser Effekt leider nicht immer sofort aktiviert, also passt bitte auf, nicht, dass er da down geht. Der Face Melter heißt verbessert 4. Juli. Die Waffe lässt Zombies wie Raketen in die Luft fliegen. Verbessert lassen diese Raketen-Zombies Bomben fallen und töten die Zombies am Boden auch noch mit. Leider dauert das ein bisschen, bis dieser Effekt aktiviert wird und die Waffe selbst verursacht wirklich sehr, sehr viele Crawler. Also überlegt euch wirklich, ob ihr diese Waffe aussuchen möchtet. Müsste ich mich persönlich für eine der Waffen verbessert entscheiden, würde ich die Shredder nehmen, beziehungsweise den Headcutter, weil der Headcutter wirklich sehr effektiv gegen den Brood ist. Ob sich das alles hier wirklich lohnt, ist natürlich die andere Frage. Ich persönlich finde es viel zu viel, das gesamte Easter Egg jedes Mal machen zu müssen, um die Verbesserung freizuschalten. Ja, aber das bleibt ja jedem selber überlassen, ob er das machen möchte. Ja, in dem Sinn, vielen lieben Dank fürs Gucken und wir sehen uns dann im nächsten Video.